Das Jahr 2016 steht vor der Bord. Hat er einen Neujahrsvorsatz für ihn persönlich? Ja, eigentlich nicht gross, nein. Ich habe da nichts Spezielles, nein. Ein bisschen mehr Freizeit für mich selber, dass ich wieder mehr dazu komme zum Fischen und so. Weil ich habe noch völlig Häufen zum Tor habe. Und dann wollte ich mir ein bisschen zurücknehmen, dass ich für meine Hobbys wieder mehr Zeit habe. Was machen denn also nicht so viele Hobbys, können wir dann nicht erfragen? Hobbys? Im Winter, also im Sommer, habe ich einen riesen Garten. Nachher die Umgebung beim Haus oben an der Bachstrasse. Nachher, was mache ich? Fischen tue ich noch. Tennis spielen etwas. Und im Winter Girlen. Ja, habe ich eigentlich. Was denn? Ich will dir schon lange ungefähr räuchern. Was heisst schon lange? Schon vielleicht ein paar Jahre. Und immer, ich habe schon zweimal aufgehört und habe auch nicht aufgehört. Und das nächste Jahr will ich es packen. Wirklich. Was macht das so sicher, dass das jetzt mal klappt? Ja, jetzt räuche ich wohl 30 Jahre. Und jetzt glaube ich, es ist langsam Zeit, das aufhören. Jetzt... Man könnte euch sagen, auf 30 Jahre jetzt kommt es auf 1 oder 2 nicht drauf an. Also das ist jetzt ein bisschen untertrieben, aber auf 10 oder 20. Nein, ich habe einfach gesagt, ich will mein Leben ändern. Das sind Sachen, die man ändern kann. Habt ihr denn schon eine bestimmte Methodik in euch, wer das gerne will, dann gehen? Ja, ich kann nochmal Akupunktur machen. Das heisst, ihr habt das schon mal gemacht? Ich habe schon mal gemacht und ist mir aber auch nicht so lange gegangen. Es ist gerade etwas in meinem Leben passiert und dann wieder geräugt, aber jetzt mal hoffe ich. Ich schaffe es mit dem. 2017 steht vor der Bord. So viele Leute machen schon Vorsätze, so viele weniger. Habt ihr auch einen Vorsatz für das neue Jahr? Eben, ich hätte schon einen Vorsatz, dass wir selten zufriedener sein und dankbar sein, wenn wir gesund sind und in diesem Alter noch so gut beieinander sein, wie für den Mann und für mich. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon zufrieden mit euch? Sehr zufrieden, ja. Wir sind so sehr zufrieden. Aber also hier sind wir doch euch unzufrieden. Und die haben etwas mitgelassen. Nein. Warum nicht? Mein Mann, der macht mir das nicht mehr. Hey, der so, macht er alles so gut und so richtig, dass er gar keinen Vorsatz mehr nimmt? Ich sehe dir so, die Umwelt, sind alle zufrieden mit mir. Und bleiben aber das so. Hat er denn einmal einen gemacht, den Vorsatz? Vor länger Zeit? Ja, schon. Ich habe aufgehört drücken und das ist geblieben. Das hat er euch gehalten? Das habe ich gehalten. Und da hat er einfach wie ein Zigarettenpäckchen weggetan und dann ist das gegangen? Jetzt ist es fertig und das ist fertig gewesen. Wie lange ist das her? Ja, 40 Jahre. Vor 40 Jahren? Also wohl nicht mehr wahr? Ja, aber gut haben wir das gemacht. Niemals verlangen kann nichts? Ja, wohl, aber es ist jetzt fertig, nicht mehr. 2017 steht vor der Bord. Habt ihr schon einen Neujahrsvorsatz gemacht? Ja, eigentlich alle Jahre immer das Gleiche. Ein bisschen weniger essen und ein bisschen Gewicht verlieren. Klingt das euch? Ja, das letzte Jahr habe ich 16 Kilo abgenommen. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen hinter dem Zuhlecken statt am Abnehmen. Jetzt muss ich dann wieder an den Sack. 16 Kilo abgenommen das letzte Jahr? Also wenn ihr jedes Jahr 16 Kilo abnehmen, dann wird es schwierig mit dem Neujahrsvorsatz. Das ist ja so, ja. Nein, das will ich nicht. Ich will eben, wenn es geht, so 20 Kilo, weil die weniger haben. Das ist gut. Insgesamt? Insgesamt, ja. Das heisst also ein bisschen weniger als euch schon im neuen Jahr. Genau, richtig, jawohl, ja. Schwierig oder einfach fällt dir das, den Vorsatz durchzuziehen? Also ich bin eigentlich noch so ein Ehrgeizige. Also das ist ja so, ab Januar werde ich anfangen, also nach dem Festtag der Weihnachten, starte ich und dann ist einfach fix der Znacht gestrichen. Dann gibt es nur noch Frühstück und zum Mittag normal und am Abend nichts mehr. Und nichts zu schneusen. Und was sagt der Mann, wenn er noch alleine muss nachtessen? Der zieht mit. Ja, also das Übliche. So. Was heisst? Mehr Sport und besser essen. Mehr Sport und besser essen? Ja. Verträgst du irgendwie nicht so, oder wie? Gesunder essen. Ich muss aber mit selber kochen, jetzt neuerdings. Und ja, da kann nicht immer das Beste sein. Ich will ja nicht so zu Nacht treten, aber das mit dem Vorsatz Sport und irgendwie nicht so überzeugt. Ja, das, ich zwinge mit dem Witz, aber... Was macht ihr für Sport, wenn ihr macht? Ich klettere den gerne. Also Kletterwand? Ja, vorne, aber das ist halt im Winter nicht gross. Aber Schutten würde ich gerne wieder ein bisschen. In einem Verein oder mehr so ein kleines Plausch? Ja, das ist Plausch eher. Mit der gesunden Küche ist euch Herrest. Ja, mal. Ja. Ich finde es immer schön, wenn man noch so Sachen hat, die man optimieren könnte.
Wie weit also dann gehen, schlussendlich mit der Umsetzung des Vorsatzes, ist eine andere Frage. Aber ihr probiert es zumindest? Ja, ja, sicher.